Andreas Künster ist seit Juni dieses Jahres Brand Ambassador für Aberfeld in Deutschland. Andreas, herzlich willkommen. Ihr habt an diesem Wochenende eingeladen nach Berlin zu einem Bienenevent. Und das nicht zufällig, sondern weil es eine Verbindung zwischen Aberfeld und Bienen gibt. Kannst du uns die mal erklären? Genau, das nennt sich das Aberfeldy Barrows and Bee Programm und das kommt aus UK, das machen wir schon seit 3, 4 Jahren. Und letztendlich geht es darum, dass wir darauf aufmerksam machen, auf das Bienensterben und unsere Plattform dazu nutzen, weil Aberfeldy eine sehr starke Honig-Kopfnote in unserem Single Malt hat und dort eben eine Awareness schaffen und den Leuten zeigen, was man machen kann, um Bienen zu schützen. Wie kommt es zu dieser starken Honignote im Aberfeldy? Also der Hauptgrund für die starke Honignote ist unsere sehr starke Fermentationszeit von knapp 72 Stunden. Und wo kann man diese Honignote von den Standards, die ihr bietet, am ehesten entdecken? 12, 16, 21, was würdest du da vorschlagen? Tatsächlich würde ich den 12-jährigen Single Malt von Aberfeldy dazu verwenden, weil das ist das Herz. Dadurch, dass wir in unserer Core Range immer genau die gleichen Fässer benutzen, ist Aberfeldy 12 quasi immer das Herzstück und der ist letztendlich überall anders immer wieder drin. Das heißt, ihr verändert die Fasszusammensetzung mit steigenden Alternstufen nicht, sondern es ist immer der gleiche Liquid, Genau. der dann halt länger gereift Ja, ist. exakt. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was über die Destillerie selbst erzählen? Also Aberfeldy liegt in den wunderschönen Highlands, circa 1,5 Stunden von Edinburgh entfernt. Und ist ein ganz kleines Dorf in Perthshire und wurde 1898 von der Dewars Family gebaut, um letztendlich erstmal das Herzstück von dem Dewars Blend zu beliefern. Aberfeldy ist ja auch eine Destillerie, die immer wieder etwas Neues gebracht hat. Und etwas Neues hast du uns auch hier nach Berlin mitgebracht. Und zwar eine Weltneuheit, die vor uns, glaube ich, außerhalb der Destillerie noch niemand verkostet hat. Erzähl uns ein bisschen was drüber. Genau, tatsächlich haben wir es geschafft, gestern ein paar kleine Probefläschchen von der neuen Red Wine Cask Series mitzubekommen. Also wir haben die Originalflaschen tatsächlich noch gar nicht. Und das ist der Aberfeldy Red Wine Cask Series Côte Rôtie mit 43 Volumenprozent. Und Côte Rôtie ist eine sehr, sehr kleine Rhonetal-Appellage, eine der kleinsten, nur 80 Kilometer, 500 Hektar in etwa. Sehr, sehr traditionell, sehr alt. Die Römer haben das 50 nach Christus circa nach Frankreich gebracht. Das ist ein 18-Jähriger und ich glaube der dritte in der Serie, stimmt's? Genau, das ist der dritte im Bunde sozusagen nach vorletztem Jahr. Man muss ja immer die Corona-Zeit mit berechnen. Der Pomerol Wine Finish, dann hatten wir letztes Jahr 18 Jahre Pauillac. Und jetzt eben den 18 Jahre Côte Rôtie. Und diese Exklusivität wird uns nicht sehr lange bleiben, weil ich glaube, er ist mittlerweile tatsächlich auch in Deutschland angekommen, zumindest im Hafen. Das heißt, er wird bald im Handel erhältlich sein. Genau, der müsste nächste oder übernächste Woche wird man wahrscheinlich die ersten paar Flaschen finden können. Dann freuen wir uns drauf. Danke fürs Gespräch und dir noch einen schönen Tag hier. Das wünsche ich dir auch, Bernhard. Vielen Dank.